3, 2, 1 und Start. Ja, zunächst sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr das hier gestaltet habt heute. Ich glaube, das war ein schönes Erlebnis für die Zuschauer und Zuschauerinnen und vor allen Dingen auch für unsere Kinder hier in Camp 24/7. Wir sind ganz stolz und froh, dass aus Schleswig-Holstein 16 Teilnehmer zu den Olympischen Spielen fahren werden. Und wir freuen uns natürlich ganz doll, dass neben Hannes Baumann und Matthias Schadewald, dann auch Mauna Bella und Stefan Julitzki, der heute leider nicht dabei sein kann, und Simon Grotelüschen, also von Kieler Seite, dahin fahren. Wir sind unheimlich stolz auf euch bereits jetzt und wir hoffen, dass wir natürlich nachher noch stolzer sein können, wenn es euch gelingen wird, irgendeine hervorragende Platzierung dazu bekommen, und da zweifeln wir nicht dran. Ja, also wir waren in den letzten 3 Jahren immer wieder ganz konzentriert auf dem Revier unterwegs, um uns also auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und wir fühlen uns auf dem Revier wohl und planen, also unser Ziel für den Wettkampf ist es, das Medal Race zu erreichen und unter die besten 10 zu kommen. Ja, es gibt da ja auch so ein kleines olympisches Dorf, nur für die Segler, und auch einen ganz fantastisch guten Hafen, von dem wir aus dann starten werden. Also wir haben geplant, erstmal die Regatten zu segeln, die gehen bis zum 8. August, und dann wollen wir natürlich nochmal nach London und uns die anderen Wettkämpfe angucken.